Otto Fresdorf, der rechte Verteidiger. Peter Ducke, Tor! Nach 33 Sekunden. Es ist unwahrscheinlich. Ein wirklich guter Angriff unserer Mannschaft. Das war Fußball, wie man ihn sehen will. Mit dem Vorprallen des rechten Verteidigers. Denn die Vorlage kam ja von Otto Fresdorf. Im Stadion kocht es. Ich darf an das Länderspiel von Wien erinnern. Am 25. April trennten sich beide Mannschaften in der gleichen Weltmeisterschaftsqualifikationsrunde im Wiener Praterstadion 1:1 und entschieden nach keinem guten Spiel. Das 2:0 fast. Peter Ducke. Als Torschütze für das Tor Nummer 1 ist übrigens jetzt an der Anzeigetafel Jürgen Nöldner bekannt gegeben worden. Jürgen Nöldner schoss das erste Tor. Es war sein 10. überhaupt. Sein 10. Länderspieltor. Und von den hier eingesetzten Nationalmannschaftsstürmern ist er damit im Augenblick der Torerfolgreichste. Denn auch Erler und Peter Ducke haben jeweils 9 Treffer auf dem Konto. Wir sehen Manfred Geißler, Weigang, Horst Weigang, den Torwart. Und Otto Fresdorf. Körner. Eberhard Vogel. In Budapest wegen einer Verletzung beim großartigen 2:3-Spiel leider nicht dabei. Das ist Torwart Freidel. Gernot Freidel von Wacker Innsbruck, heute im 24. Länderspiel für Österreich, 25 Jahre alt. Er und Can Wald sind im Augenblick die besten österreichischen Torsteher. Die Nachfolger der Platzer, Hieden, wenn wir noch weiter zurückdenken. Horst Weigang vom SCL, der jetzt den Ball hat, war ja in Budapest verletzt worden, aber die Verletzung ist vollkommen überwunden. Die 10 ist Flögel. Maciek. Ja, Eberhard Vogel. Die Österreicher sind konfus. Nach diesem Taifun-Start unserer Mannschaft hatten jetzt Peter Ducke und Eberhard Vogel neue große Möglichkeiten und die Österreicher decken im Augenblick sehr nervös. Peter Ducke. Peter Ducke heute im 22. Länderspiel. 9 Tore bisher. 24 Jahre alt. Peter Erler, unser Kapitän. Fritsch, Nöldner, wieder Nöldner.
Immer noch Nöldner am Ball. Roland Ducke. Oh, unsere Männer probieren heute Kesselsachen. Das ist gut. Immer Vogel. Posten. Nachschuss. Jeder glaubte schon, der Ball war aus. Da zog ihn Eberhard Vogel von der Torauslinie herein und knallt ihn an den Pfosten. Fritsch, das ist der Mann, der in Wembley die beiden entscheidenden Tore gegen England schoss. Flögel. Körner. Dieter Erler. Fritsch. Anton Fritsch. Jetzt war es abseits. Geißler, Weigang und Fresdorf. Roland Ducke, Fresdorf, prima die beiden. Körner. Otto Fresdorf, wieder Erler am Ball. Eberhard Vogel. Manfred Geißler. Und der rechte Verteidiger Rudolf Czajka von Vienna Wien. Debütant. Erstes Länderspiel. 24 Jahre alt. Manfred Walter von Chemie. Ecke für Österreich. Das ist wieder Fritsch von Rapid. Die Österreicher waren sehr zuversichtlich. Sie wohnen hier in Leipzig im Hotel Astoria. Ich kann das schnell erzählen, während Horst Weigang den Ball schon Abschlag zurechtlegt. Eddie Frühwirth hat gestern Abend noch erklärt, freilich wissen wir, wie schwer es ist, nun als Mitfavorit nach dem 3:2 von Wembley nach Leipzig zu kommen. Aber dieser Mannschaft, dieser kämpferischen Mannschaft, diesen jungen Leuten vertraue ich. Das wird überhaupt für Sie alle ein interessantes Beobachtungsmerkmal sein. Wiener Fußball, österreichischer Fußball, das war jahrzehntelang eine Qualitätsmarke ganz besonderer Prägung. Scheiberl, Fußball, Walzer. Der Hieden, der Smistik, der Zischek, der Geschweidel und wie sie hießen, später auch noch der Hanapi und Otzwirk und Koller. Aber der österreichische Fußball dieser Tage, der ist gekennzeichnet von anderen Merkmalen, von anderen Prinzipien. Schnelligkeit, Härte endlich auch und direktes Spiel. Wollen wir auch unter diesem Aspekt einmal die Rot-Weiß-Roten beobachten, bitte. Herbert Pankau. Ecke für die DDR. Roland Ducke wird sie bringen. Roland Ducke im 26. Länderspiel. Er ist mit 33 Jahren der Älteste in unserer Mannschaft. Körner. Geißler. Der Abwehrriegel der Österreicher steht. Sehr konsequent spielen sie hier 4-2-4. Manfred Walter. Herbert Pankau, der Rostocker. Eberhard Vogel, Eberhard!
große Schuss. Wirklich, da schoss der Vogel ab. Ganz knapp nur drüber weg. Weiter so, Eberhard. Herbert Pankau. Wieder Herbert Pankau. Sehr geschickt und vor allen Dingen sehr überraschend immer wieder für das Spiel der Österreicher. Das ist das Vorprellen unserer Außenläufer und Außenverteidiger sogar. Hören Sie bitte. Klasse, dröhntes aus 95.000 Mündern durch den Stadionkessel von Leipzig. Erler. Foul von der Nummer 8, Buzek. Der Buzek, der Goldschmied, der Spiritus Rector in dieser Mannschaft bei Österreich. Oh, da sahen's nervös, Herr Freidel. Da sahen's sehr nervös. Wir wollen aber bitte nicht verkennen, der Rasen ist wirklich noch nass vom Nieselregen und die Bälle sind wahrscheinlich ziemlich unberechenbar. Nöldner gegen Sturmberger. Ja, übrigens von der Mannschaft, die gegen uns im April im Praterstadion unentschieden spielte. Momentchen, Nöldner. Und Junge, naja. Von dieser Mannschaft Österreich sind nur noch drei Leute dabei. Der Buzek, der Torwart Freidel und der Sturmberger. Wobei Sturmberger vom Linzer Athletik Sportclub gar nicht vorgesehen war. Übrigens Lask war der letzte österreichische Meister. Er kam nur in die Mannschaft durch die Verletzung von Sarah und Stamm. Peter Ducke. Ich darf für neue Fernsehgäste an diesem Fußballnachmittag rekapitulieren. 13. Minute, 95.000 Zuschauer, Österreich gegen DDR. 1:0 für die DDR durch ein Tor von Jürgen Nöldner. Nach 37 Sekunden. Fresdorf. Fritsch gegen Geißler. Czajka, der rechte Verteidiger, 24 Jahre alt. Vienna, Wien. Hoi, war das fein gemacht von Walter und anschließend vor allen Dingen von Pankau. Körner jetzt. Vogel. Ha! Nöldner, Vogel, Erler, aber abseits. In dieser ersten Viertelstunde kann man von unserer Mannschaft nur begeistert sein. Mit welcher angenehmen Frechheit, mit welcher Frische und mit welchem Selbstbewusstsein hier Tricks probiert werden, wie der Gegner mit Kombinationen gehetzt wird. Das kann sich sehen lassen. Hoffentlich bleibt es so. Peter Ducke. Peter! Kein Foul. Der Schiedsrichter meint, es war der Rasen. Körner. Erler weiterspielen, jawohl. Vogel. Fritsch. Fritsch im Augenblick der wirkungsvollste Stürmer der Österreicher.
Am Boden Maciek, Adolf Maciek von Austria Salzburg. Hier die 11 und nun die 7 ist wieder der Anton Fritsch. Ich darf noch einmal voller Herzlichkeit unsere Freunde aus Wien hier begrüßen, aus Wien, Salzburg, aus Linz, die Spieler der österreichischen Fußballnationalmannschaft, denn es ist ja der erste Besuch einer österreichischen Fußballnationalmannschaft hier in der Deutschen Demokratischen Republik. Wir freuen uns über die herzlichen Bande, die zwischen beiden Mannschaften inzwischen schon geknüpft wurden, auch früher bei Clubvergleichen. Und wir freuen uns ganz besonders auch, dass Walter Glechner, der in Wien verletzte Rapidstopper, der dort einen Beinbruch erlitt, eine Einladung unseres Fußballverbandes annahm und hier unter den Ehrengästen weilt, sehr herzlich begrüßt im Stadion. Und es gab viele angenehme Gespräche gestern und heute zwischen den Spielern. Dieter Erler, Eberhard Vogel, Erler durch die Beine hat es geschoben. Donnerwetter. Das ist der Buzek. Pankau. Peter Ducke gegen Sturmberger. Vorbei, der zweite hängen geblieben. Das war ein Foul von Peter. Doch, doch. Stimmt. Foul von Peter Ducke. Ja, Peter Ducke ist auch verwarnt worden. Ich meine zu Recht. Er hatte ganz kurz nachgeschlagen, als er den Ball verloren hatte im Zweikampf und aussichtslos war. Das ist schade und das sollte nicht wieder vorkommen. Mit der 8 sehen wir hier den Kapitän Buzek. In dieser Mannschaft also der Rekordnationalspieler. Er bestreitet heute sein 39. Länderspiel. Am Boden, das müsste Sturmberger sein. Gerhard Sturmberger vom Linzer Athletik Sportclub. 25 Jahre alt, heute das 5. Länderspiel. Jawohl, die Nummer 3. Ich finde keinen Grund zu größerer Aufregung. Peter Ducke, muss man wieder einmal bei all seiner Wirksamkeit sagen, das hat er gar nicht nötig und das gehört sich nicht. Christoph. Roland Ducke. Körner. Erler, Dieter, Eckball, zweite Ecke für unsere Mannschaft. Eckenstand ist 2:1, Tore 1:0 für die DDR seit der ersten Minute. Eberhard Vogel vom SCK Marktstadt. Das war über FE. Jetzt gießt es übrigens im Stadion in Strömen. Schade, schade. Roland Ducke. Peter. Und Dieter Erler schießen, Dieter, Tor! Nein! Ist das möglich? Theo Körner, noch ein herrlicher Schuss. Dieter Erler hatte Zeit gehabt. Er hätte die Ecke aussuchen können. Naja. Das war die 21. Minute. Wieder ein Fall.
feiner, steiler Pass in den Raum und verdeckt abgespielt. Bei solchen Aktionen macht sich die Klasse einer Mannschaft bemerkbar. Ich freue mich, das feststellen zu können. Das sind Aktionen, die sich sehen lassen können. 3:1 nach Ecken. Roland Ducke. Fritsch. Er ist bester Stürmer bisher. Hasil. Hasil, der die Nummer 9 trägt, der aber in der 4-2-4-Aufreihung in der Zweierreihe steht. Franz Hasil von Rapid Wien. Der Regen hatte wieder etwas nachgelassen. Scheika. Buzek. Buzek war ja das große Fragezeichen in der Aufstellung des Austria-Teams. Er war verletzt vom letzten Sonntag, aber die österreichischen Betreuer und der Arzt haben ihn wieder fit bekommen, zur Freude von Trainer Eddie Frühwirth. Denn auf diesen Mann kann und will er nicht verzichten im Augenblick. Maciek. Körner. Ein Österreicher liegt übrigens auf dem Feld, doch deshalb wird das Spiel nun unterbrochen. Es ist die Nummer 5, Ullmann. Ullmann im 4-2-4, ein Außendecker. Ewald Ullmann, Rapid Wien, 22 Jahre alt, das vierte Länderspiel. Und das ist Eddie Frühwirth, der jetzt hier schimpft, der Mann mit dem Hut. Hier lag überhaupt kein Foul vor, das möchte ich ganz klar feststellen. Karl Zwell, der Schiedsrichter, Eddie Frühwirth. Im Gespräch mit Roland Ducke. Am Boden Ewald Ullmann. Damit wir uns vielleicht für kommende ähnliche Situationen nicht missverstehen, möchte ich einmal Folgendes sagen. Die österreichische Mannschaft selbst will härteren, moderneren, konsequenteren Fußball spielen. In allen österreichischen Zeitungen steht das. Endlich das weiche Scheiberln, der weiche Wiener Stil muss in die Ecke gestellt werden. Mehr Härte für die eigenen Spieler. Wir würden das auch gern hier demonstriert sehen. Unsere Mannschaft spielt hart. Aber unsere Mannschaft ist eine ganz faire Elf. Das möchte ich betonen. Ja, Erler. Ja, jetzt hat er nämlich die Nummer 6 langes Bein gemacht zu Erler. Das war ein Foulspiel von Dirnberger. Deutlich zu sehen, noch auch auf dem Bildschirm, meine ich. Dirnberger war überspielt und schlug nach. Unser Mannschaftsarzt, Herr Dr. Eckert, kommt. Hier der Herr rechts am Tatort, der sich jetzt niederbeugt. Es war ein klares Foul an Erler. Und das ist nicht schön, was jetzt Dirnberger gemacht hat. Es ist besonders bedauerlich, weil unsere Mannschaft ja in diesen ersten 25 Minuten, die nun vorbei sind, klar dieses Spiel bestimmte, in jeder Weise bestimmte, spielerisch eindeutig überlegen war. Und es wäre schlecht, wenn man nun von österreichischer Seite versuchen würde, unseren Spielrhythmus mit unfairen Attacken zu zerstören. Das wollen wir auch nicht hoffen. Na, Ecke oder nicht? Ja, die vierte. 4:1. Eckenstand. 26. Minute.
Roland Ducke. Buzek vorm eigenen Strafraum. Pankau. Erler. Hoi, prima hat der Buzek aussteigen lassen. Flögel, der 5 Jahre nicht in der Nationalmannschaft stand, weil er zu kraftlos spielte, wie gesagt wurde. Jetzt ist er wieder da. Hasil. Buzek. Aber Pankau stand hinter dem Mann und Pankau ging einwandfrei nach dem Ball. Jesus, wir wollen doch Akkordtheater nicht machen. Gesaunst du nicht an der Burg. Horst Weigang hat bis hierhin nicht einen scharfen Schuss zu halten bekommen. Nicht einen direkten Torschuss der Österreicher. Vogel. Buzek. Fritsch. Ja, Foul von Pankau, stimmt. Er wollte den Ball schlagen, traf den Gegner, muss gepfiffen werden. Torentfernung, oh, 20 Meter nur. Kelswell aus Nordirland bisher immer am Tatort, ruhig und sicher in seiner Spielleitung. Dirnberger. Der Regen hat im Augenblick wieder aufgehört. Nöldner, Eberhard Vogel, zu steil, er hat er. Ein Flügelwechsel wieder. Pankau. Fresdorf. Körner. Jürgen Nöldner. Nöldner. Ludescher. Hasil. Buzek. Fresdorf. Der rechte Verteidiger am Strafraum. Dreißig Minuten genau sind vorbei. Geißler, Vogel, gegen Sturmberger. Tja. Beide wollten es ganz genau wissen, wer wirft. Geißler. Buzek. Flögel. Fritsch. Kein Zusammenhang im Angriffsspiel der Österreicher bisher. Keine Konzeption.
keine Kombination, noch Zerfahrenheit. Flügel. Stomberger. Czajka. Zum ersten Mal alles in unserer Hälfte. Macek. Buzek. Körner. Wieder Erler. Geißler. Ostweigang, der Torwart, der gerade abschlug, hatte bisher einen ziemlich ruhigen Nachmittag. Aber daran liegt natürlich auch eine Gefahr für den Torsteher. Andauerndes Fordern lässt den Torwart ständig mitspielen und in ständiger Alarmbereitschaft. Umgekehrt kann ein plötzlicher, starker Schuss den nicht so angeheizten Torwart überraschen. Peter Ducke, wer kommt ran? Hervorragender Einsatz von Peter. Gut gemacht. Und Stumberger hatte den Ball genommen. Hasil. Nöldner. Peter Ducke. Vorteil, weiterspielen. Auch faul wird ein Vorteil. Fein von Erle hereingebracht noch. Freidel. Hasil. Bisher steht auch unsere Hintermannschaft großartig, schirmt sehr geschickt die Räume ab und ist gut gestaffelt. Nöldner, Peter Ducke, Nöldner, Nöldner, schießen! Das ist die Möglichkeit, verflixt und rein nochmal. Jürgen Nöldner hat ja in Wien im Praterstadion noch so eine Chance im April. Also bitte sagen Sie selbst daheim, übertreibe ich, wenn ich feststelle, es müsste für uns 2:0 stehen. Die Chancen waren doch ganz bestimmt vorhanden. Stomberger, den wir hier gerade im Bild sehen, mit Freidel, wird in Österreich als das Konditionswunder bezeichnet. Und seine heutige Spielrolle, die lässt auch bereits darauf schließen. Er ist der Ausputzer, überall zu finden. Czajka, der rechte Verteidiger der Nationalmannschaft Debütant, hat sich etwas besser jetzt auf Eberhard Vogel und dessen Gefährlichkeit eingestellt. Vogel, Czajka. Ja. Hasil. Flügel. Fritsch. Buzek. Macek jetzt. Flügel. Immer noch. Nöldner. Czajka.
Stomberger. Hasil. Fritsch. Geißler. Erler. Geißler. Körner. Flögel. Birnberger. Flögel. Gegen Roland Ducke. Foul von Flögel. Auch das war klares Nachschlagen. Den Zweikampf am Ball hatte Roland Ducke gewonnen. Flögel war überspielt und traf dann Roland Ducke. Das alles in Demonstrationen für den Unterschied hart oder unfair. Körner. Roland Ducke. Fritsch. Hasil. Hasil ist jetzt eine bessere Umschaltstation auch im Mittelfeld geworden. Fritsch. Hasil. Buzek kam wieder nicht heran und Buzek hat bisher nichts gezeigt. Macek. Die Elf von Austria Salzburg, viertes Länderspiel. 25 Jahre alt. Herbert Pankau, Jürgen Nöldner, Eberhard Vogel, nein, Dieter Erler, jetzt auf Eberhard Vogel. Ja, und wieder faul, ist denn das möglich? Klar vorbeigespielt und wieder faul. Das geht doch nicht. Mit der 8 Jürgen Nöldner, mit der 9 Peter Ducke. Na, was wird gemacht? Ein Trick, ein Kniff oder ein richtiger Schuss? Ah, Kniff 16. Körner war mit vorgeeilt. Noch 6 Minuten bis zur Halbzeit. Fritsch, der erste richtige gefährliche Schuss, dass er von Fritsch kam, von diesem jungen Mann, und er streicht dessen bisherige Rolle. Er war der drangvollste Austria-Stürmer. Der zweifache Torschütze vom Wembley-Stadion. Fritsch übrigens macht erst ein zweites Länderspiel. Körner. Peter Ducke. Roland.
Also so etwas verstehe ich nicht. Kuzek. Wieder Erler. Theo Körner. Ja, Vogel, prima gemacht noch. Eberhard Vogel, schießt ihn jetzt. Oh, schwer von da. Ja, ja, ganz schwerer Winkel. Da war kaum mehr rauszuholen. Aber wenn dieser junge Karl-Marx-Städter an den Ball kommt, dann zieht ein Gewitter rauf. Der Mann ist gefährlich. 22 Jahre alt, 7. Länderspiel. Drei Minuten bis zur Halbzeit. Lögel, Buzek, Macek. Körner. Wahrscheinlich Eckball. 5. Ecke für die DDR-Mannschaft. Der Eckenstand ist 5:1. 43. Minute. Das ist nicht der Weg, für härteren Fußball zu finden. Das ist das Gegenteil. So macht man Fußball unsympathisch. Wenn man umspielt ist, muss man die bessere Klasse des anderen anerkennen und nicht nachschlagen. Fressdorf. Ganz groß. Das nicht, aber vorher. Nöldner. Und die letzte Minute vor der Pause läuft. Sturmberger. Die Halbzeit ist da. 45 Minuten sind vor 95.000 Zuschauern im Leipziger Zentralstadion gespielt. Und unsere Fußballnationalmannschaft führt gegen Österreich mit 1:0.
hochverdient, nach meiner Auffassung, nach einem guten, teilweise sogar sehr guten Spiel von unseren Männern. Sie haben Zeit, in der Halbzeitpause darüber zu diskutieren, meine lieben Fußballfreunde. Wir schalten zurück bis zum Anpfiff der zweiten Halbzeit nach Berlin Adlershof. Selbst Zeuge sein, ob Sie an diesem Wochenende gewonnen haben. Denn VW Sportmotto. Ich wünsche sehr, dass es hier kein Da Capo dieser Wembley-Ereignisse gibt. Anstoß hatte nun Österreich. Die zweite Halbzeit läuft. Möldner war das. Hier Jürgen Nöllner, der das erste Tor schoss nach 37 Sekunden, was leider das einzige blieb, wenngleich wir 2:0 ganz bestimmt führen müssten. Erler mit etwas gehobenen Fuß hat wahrscheinlich Ullmann getroffen. Ewald Ullmann von Rapid Wien. Das war die 6, Dürnberger, Alphons Dürnberger, Austria. Schnell zwischendurch eine Wetterlagemeldung zum Beginn der zweiten Halbzeit. Grauer Himmel über Leipzig, 7 oder 8 Grad Wärme, kein Regen aber. Österreich auf dem Bildschirm, jetzt von rechts nach links. Dürnberger hat das Feld verlassen, wird gepflegt hinter dem Tor. Und Österreich mit den dunklen Hemden. Rot, weiß, rot, original. Die DDR, weiße Hemden, blaue Hosen, weiße Stutzen. Schiedsrichter ist Mr. Carswell aus Nordirland, assistiert von seinen Linienrichtern Mitchell und Wright. Und dieses Tandem, dieses Trio, hat sehr gut bisher das Spiel in der Hand gehabt. Peter Ducke. Ganz sicher wird es hier mit zunehmender Dauer auch eine Frage der vorhandenen Kräfte werden. Unser Spiel war in der ersten Halbzeit sehr schnell. Es hatte dann auch einige körperliche Karambolagen gegeben, die auch an den Kräftekanistern zehren. Und wie wird man das überstehen? Wer hat hier auch den längeren Atem? Christoph, Erler, Ludescher, die 4. Foul an Christoph. Matzek, Flögel, Hasil. Hasil und Fritsch mit Abstand die besten Leute bei Österreich bisher. Peter Ducke. Foulspiel von Czajka. Der Linienrichter hat es gesehen. Und ja, gepfiffen. Es wird Freistoß geben dort drüben. Der Linienrichter hat seinen Schiedsrichter darauf aufmerksam gemacht. 25 Meter. Flögel, Hasil, Foul von Geißler.
das ist hier für England, Verzeihung, das ist hier für Österreich, das 337. Länderspiel. Wir haben jetzt erst gut 60. Söldner. Peter Ducke, hier kommt Nöldner gelaufen. Beide haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt. Der Karl-Marx-Städter Flügel, Vogel Erler, Erler ganz groß. Wieder Erler. Pankau. Geißler. Geißler wird jetzt besser. Peter Ducke. Bei Peter Ducke stehen meist zwei Abwehrspieler. Ritsch. Fritsch. Körner. Jürgen Nöldner. Deine Pässe sind eine Augenweide. Peter Ducke. Na, war das faul? Bitte bei der Gelegenheit, Stichwort Foul, fällt mir ein, wir faulten ja leider zum Beginn der Übertragung. Wir hatten eine Bildstörung aus Leipzig. Verzeihen Sie bitte, entschuldigen Sie. Aber es ist ja inzwischen behoben. Weigang, der immer noch keinen schweren Schuss zu halten bekam. Pankau. Peter Ducke. Foul. Verflixt und 3 macht 9. Der Peter Aufregung hat keinen Zweck. Ruhig bleiben. Ducke ist deutlich wieder gestreckt worden. Aber um Himmels Willen keine Retourkutschen. Karswell leitet sehr aufmerksam und korrekt. Torentfernung jetzt 30 Meter. Freistoß durch. Na? Nöldner steht bereit. Peter Ducke wartet. Nöldner läuft an. Nöldner. Und? Eine feine Variante wieder. Nöldner Ducke, gut gemacht. Noch heiß. Noch heiß. Schuss. Peter. Das ist fein, was Jürgen Nöldner macht. Jawohl. Schimpfen hat jetzt überhaupt keinen Zweck. Trost muss sein. Es wäre freilich schlimm, wenn uns diese ausgelassenen Chancen am Ende wieder einmal fehlen sollten. Roland Ducke.
Pankau, Erler, Nöldner. Erler. Auch wieder faul, gestrecktes Bein direkt. Die österreichische Presse würde, wenn wir das täten, schreiben, Holzhacker Sounds kommen. Wir wollen hier um Himmels Willen nichts dramatisieren. Dieses Fußball-Länderspiel, ein Spiel der Fußballfreundschaft, wird weitergehen, wird gut weitergehen. Aber bitteschön, andererseits, was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Einige österreichische Spieler haben jetzt ein paar Mal Holz gespielt. Das ist eine Tatsache. Vogel. Vogel hat etwas an Wirkung in den unmittelbaren Zweikämpfen gegen Czajka jetzt verloren. Czajka ist fester geworden. Nöldner. Zwölf Minuten der zweiten Halbzeit sind vorbei. Spielstand weiterhin 1:0 für die DDR-Mannschaft. Technischen Kabinettstückchen von Erler und speziell auch von Nöldner sind Delikatessen des Fußballs. Das ist europäische Spitzenklasse. Wollen wir es ruhig sagen, dass die beiden in diesem Spiel in ihren Glanzmomenten zeigen, à la Bonheur. Erste Glanztat nun von Horst Weigang. Nach genau 55, 58 Spielminuten wird er zum ersten Mal gefordert. Zweiter Eckball, Österreich. Eckenstand ist 5:2. Fritsch. Hoffentlich fehlt unserer Mannschaft nicht das 2:0 zum sicheren oder zum weiter sicheren Aufspielen. Das 1:0 ist bei dieser Spielführung bisher viel zu fertig. Jetzt, nein, 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 nein.
nach diesem Großschock aus der ersten Minute ist zweifellos die österreichische Hintermannschaft sicherer geworden. Mit zunehmender Spieldauer hat sie sich wieder gefestigt und es bedarf nun vielleicht neuer Tricks und neuer spielerischer Momente, um zum Zuge zu kommen. Vor allen Dingen dürfen nicht noch mehr Chancen ausgelassen werden. Körner. Wieder Körner. Körner ist ja also gegenüber Waldemar Mühlbecher von Trainer Josch vorgezogen worden. Und Roland Ducke. Und noch Fallrückzieher. Herrlich gemacht von Jürgen Nöldner. Aber leider, leider wieder. Ja, ich wollte sagen, Trainer Josch hatte ja wirklich hier die Qual der Wahl, Mühlbecher oder Körner. Viele waren erstaunt, als er den in Budapest sehr guten Mühlbecher heute draußen ließ. Und Körner, der ja eine Zeit lang verletzt war, hier seine neue Chance erhielt. Aber Körners Spiel bisher gab sicher dem Trainer recht. Es ist aber gut, wenn wir uns langsam den zweiten Anzug zulegen, wie man sagt, dass also hinter jedem guten Spieler ein weiterer Guter auf den Einsatz wartet und um den immer wieder neuen Einsatz kämpft. Ostweigang, 25 Jahre alt, achtes Länderspiel. Die Nummer 4, das ist Ludescher, Ewald Ludescher von Wacker Innsbruck, 23 Jahre alt, viertes Länderspiel. Stomberger, die 3. Fritsch. Fritsch ist eine wirkliche Bereicherung für das österreichische Angriffsspiel. Dieser Mann von Rapid Wien ist ja von Bimbo Binder entdeckt worden. Spielte dann allerdings, glaube ich, ein oder zwei Jahre in der Reserve von Rapid. Und plötzlich kam er groß heraus. Hier haben wir die 9 Hasil. Und Fritsch, von dem ich gerade sprach, der bringt jetzt den Eckstoß Nummer 3 für Österreich. Nöldner. Vogel. Ein, aber zu schnell. Zeiger. Die 20. Minute der zweiten Halbzeit, insgesamt 65. Das Abspiel von Eberhard Vogel nach guten, vorausgegangenen Aktionen kommt dann manchmal noch zu unüberlegt, zu blind.
Erler, Vogel. Nöldner. Noch einmal. Fein. Und jetzt. Dieter Erler. Ja, das sind Aktionen, die auch verraten, die Österreicher haben Selbstbewusstsein zurückgewonnen. Flügel. Gehalten, Flügel. Natürlich. Körner am Ball. Jetzt Pankow. Flügel, die 10. Buzek, von dem nicht viel zu sehen war bisher. Buzek. Fritsch. Unser Spiel hat im Augenblick noch nicht wieder den Zuschnitt und die Klasse der ersten Halbzeit gefunden. Vielleicht gibt es doch schon einen Konditionsschwund, was verständlich wäre nach diesem Furioso 45 Minuten lang. Zum anderen, wie gesagt, sind die Österreicher deutlich besser und sicherer geworden. Ja, es ist das alte Lied. Eine so deutliche Feldüberlegenheit muss anders in Zahlen ausgedrückt werden. Unsere beste Zeit ist nicht genügend verarbeitet worden. Neuer Eckball. Auch stetiges Aufholen jetzt des Austria-Teams in den Ecken. 5:1 war es zur Pause für uns. Jetzt nur noch 5:4. Matzek. Roland Ducke, weit zurückgelaufen mit Nöldner, Peter, Nöldner, geschubst, Vorteilauslegung. Ne, noch 20 Minuten. 70 Minuten sind vorüber.
Hörler. Drei Mann, da kann er nicht durch. Das ist unsere erste Ecke nach der Pause. Eckenstand 6:4. Roland Ducke, der unverwüstliche Jena, auf vielen, vielen Posten zu verwenden. Manfred Walter. Nöldner, immer wieder Nöldner. Er liefert ein bemerkenswertes Spiel. Vom Einsatz her, vor allen Dingen, was bei ihm manchmal etwas heißen will, und von seiner Klasse an sich, die sich hier wieder einmal offenbart. Fresdorf. Fresdorf! Unser rechter Verteidiger. Er hatte das erste Tor ja maßgeblich mit beeinflusst. War das hoffentlich ein neues Signal. Noch 18 Minuten. Mit 1:0 ist dieses Spiel noch nicht gewonnen. Macek. Ludescher. Fein, wie Roland Ducke hier den freistehenden Peter sah. Wieder Roland. Flögel. Gut, Fresdorf. Fresdorf beweist wieder eine erhebliche Leistungssteigerung auf dem ihm noch immer nicht ganz vertrauten Außenverteidigerposten. Peter, klasse Freidel, Peter, nochmal klasse Freidel. Dieses Duell gewinnt Freidel mit 2:0. Ja, was mögen die beiden jetzt erzählen? Gut, Peter, darauf habe ich eigentlich gewartet. Das hast du gut gemacht. Da muss man dem Gegner einen Klaps geben und sagen, jawohl, wunderbar. Zwei schöne Schüsse und zwei noch bessere Paraden. Siebte Ecke, wieder Freidel. Freidel war auch schon im Wembley-Stadion ein Glanzpunkt des Austria-Spiels. Peter Ducke, Jürgen Nöldner, Peter Ducke, Peter! Foul an der Strafraumgrenze und wieder Freidel. Der Freidel ist sein Geld wert. Achte Ecke, Dieter Erler, aber... Ein neuer Wind regt sich. Herbert Pankau. Die Schlussviertelstunde beginnt. Noch 15 Minuten. Aber Pankau ist noch gut bei Fuß. Wenn alle unsere Männer noch etwas zuzusetzen haben, dann könnte vielleicht noch das 2:0 fallen.
Roland Ducke. Jetzt die 9. Ecke. 9:4. Ob sich endlich was anbahnt. Roland Ducke. Roland. Alles in der österreichischen Hälfte gewesen. Alles. Auch Erler ist ja überall zu finden wieder. Hat er das gerade wieder klasse gemacht. Und wieder am Ball. Dieter Erler. Ein wunderbarer Fußballer. Und Schuss. Freidel klasse. Noch einmal. Schuss. Schießen. Tor. Nein. Nein, es ist ja nicht zum Glauben. Jürgen Nöldner. Tja, was soll man sagen? Auf alle Fälle... Man muss aus allem das Gute herausholen, liebe Zuschauer. Auf alle Fälle ein gutes Spiel und ein dramatisches Spiel. So wollen wir es haben. Pfiffe, weil im Strafraum, jetzt sehen Sie es, weil im Strafraum Sturmberger erneut am Boden liegt. Ja, es soll außerhalb des Feldes geschehen, das Pflegen. Aber das ist natürlich ein alter Fußballtheatertrick. Uns jetzt die Suppe zu versalzen. Wir sind nämlich am Drücker. Da muss man schnell Kurzschlusstricks finden. 10. Ecke. Der Freidel ist großartig. Nöldner, der mit sauberen Mitteln kaum vom Ball zu trennen ist. Nöldner. Körner. Jetzt kommt es wieder, jawohl. Peter Ducke. Roland, hat nicht ganz geklappt, macht nichts. Roland. Otto Fressdorf. Otto, Otto, Otto. Hab einmal zu viel Otto gerufen, daran lag's. Otto Fressdorf, 23 Jahre alt, 10. Länderspiel heute. Kleines Jubiläum. Na, was ist jetzt, Mr. Carswell? Aha. Noch 11 Minuten. Vogel zu Peter Ducke. Peter Schuss. Freidel, Freidel, Freidel. Habe die Ehre. Auch das war fein von Jürgen Nöldner. Das ist Sportfreundschaft und Sportkameradschaft. Neidlos muss man die hervorragende Leistung eines Gegners anerkennen können. Freidel in Superform. 11. Ecke. Das sind aber wieder Angriffszüge unserer Mannschaft. 12. Ecke, jetzt wird das Dutzend voll gemacht. Eckenstand ist 12:4. Die letzten 10 Minuten, das war wieder eine erhebliche Steigerung unserer Mannschaft.
Erler. Na, Foul an Vogel. Im Vorbeigehen, aber der Schiedsrichter Carswell wird nur Einwurf geben. Acht Minuten bleiben. Christoph Faul. Torentfernung 20 Meter, 21 Meter. Nöldner am Ball. Peter Ducke in Anlaufposition. Na, wie täuschen sie jetzt wieder an? Naja. Feidel hält sowieso heute für zwei. Nun schon auf Zeit, bitte. Auch wenn ich mich jetzt als Tolpatsch in ihrer Gefühlsskala bewegen sollte, in diesen letzten Minuten hat Österreich in Wembley die Sensation geschafft und noch zwei Tore hineingewummelt. Aber Leipzig ist kein Wembley, hoffen wir. Nöldner. Die letzten fünf Minuten beginnen. 1:0 für die DDR. Und wer ist verletzt? Buzek. Buzek. Was wird der Schiedsrichter jetzt geben? Freistoß, dann war es ein Foul. Könnte er im Strafraum aber nur indirekt noch geben. Oder Eckball. Ein klein wenig Verwirrung. Aber gleich wird sich der Knoten entwirren. Buzek vom Platz. Dann müsste Walter gefoult haben. Es war nicht zu erkennen. Ich habe es nicht gesehen. Ich will auf keinen Fall unsere Spieler in Schutz nehmen, wenn wir faul spielen.
glaube ich, habe das zum Beginn des Spieles gegenüber Peter Ducke eindeutig auch zum Ausdruck gebracht. Aber hier sah ich keinen Foul. Schiedsrichter Butzek auch nicht. Habe ich gesagt, Schiedsrichter Butzek, das sah uns die Nerven. Was war jetzt? Das war ja ein Schüsschen. Oh, das war ja fast eine Wembley-Überraschung. Schiedsrichter Carswell, um das noch zu korrigieren. Noch 3,5 Minuten. Dieser Schuss prallte an die Unterkante der Latte. Deckenstand ist 12:5. Also allerletzter Endspurt, Männer. Pankau. Roland Ducke. Nein, da stand keiner mehr. Schade drum. Übrigens, Butzek ist vom Feld getragen worden. Die österreichische Fußballnationalmannschaft mit 9 Feldspielern plus Tormann 10. Jetzt in den letzten Minuten. Schade drum, dass es diese Verletzung von Butzek noch gegeben hat. Wir wünschen Butzek gute Besserung, gleich was ihm hier widerfahren ist. Nein, war es aus oder nicht? Noch 2 Minuten. Vielleicht gibt es eine ganz geringfügige Nachspielzeit durch die Unterbrechung, aber das sind ja auch nur Sekunden. Ja, gestrecktes Bein, Freistoß für Österreich. Ullmann die 5. Sturmberger. Ja, ein Fußballspiel ist eben immer wieder unberechenbar. Nicht auszukalkulieren. Wahrscheinlich wird dieses Tor aus der 37. Sekunde in der ersten Minute das einzige der 90 Minuten bleiben. Wahrscheinlich. Abseits. Fußball bietet immer wieder neue Überraschungen und das ist das Gute, das ist das Schönste an diesem Spiel überhaupt. Die letzte Minute läuft nach der reinen Spielzeit, wenn Mr. Carswell aus Nordirland, der alles in allem ein guter Spiellenker war, nicht etwas drauf gibt. Schlusspfiff. Meine lieben Fußballfreunde, nur noch wenige Sätze sind zu sagen. Der 1:0-Sieg unserer Fußballnationalmannschaft bringt uns den 2. Platz in unserer Qualifikationsgruppe. Und dieser 1:0-Sieg war, so meine ich jedenfalls, hoch verdient. Unsere Mannschaft hat über weite Strecken ein gutes, zeitweilig sogar sehr gutes Spiel geboten. Sicher, die erste Halbzeit war besser als die zweite, aber bitteschön.
Wenn diesem Spiel unserer Mannschaft ein kleiner Makel anhaftet, dann nur der für diese große zeitweilige Überlegenheit, für die vielen Chancen, vielen zu wenig Tore. Aber bitteschön, auch das werden wir noch lernen. Unsere Mannschaft hat hier unterstrichen, dass sie sich erheblich verbessert hat. Das ist ein feines, ein optimistisches Fazit auch für dieses Länderspieljahr. Und wir wünschen unserer Elf weiter so, dann auch im kommenden Jahr. Danke den Österreichern für ihr Kommen, für ihr Spielen und auch Ihnen Servus und bald einmal auf Wiedersehen. Das war's aus Leipzig vor 95.000 Zuschauern. Wir geben zurück in unser Studio nach Berlin, Adlershof.